Hallo Kanalfreunde, ich begrüße euch zum heutigen Freitag. Es ist ja nun Gott sei Dank gleich Wochenende und wir haben jetzt Nachmittag, kurz nach 15 Uhr. Ich stehe hier in der Nähe der Ortschaft Dörpe unten in den Wiesen, hier war ich öfters schon, am Gelbbach an der Brücke. Hier sind viele Bäume, Pferdewiesen, ist recht schön hier und dachte ich mir, filme ich mal von hier. Dann kommen wir zur Wetterlage. Aktuell sehr interessant. Wir befinden uns hier in einer aufgelockerten Zone mit Quellbewölkung, Sonnenschein, starken bis kräftigen, also tatsächlich heftigen Windböen, die hier zwischen 4 und 7 Beaufort, teilweise Böen 8 Beaufort, aus West-Nordwest wehen. Die Außentemperatur ist momentan bei 18 Grad. Feuchte liegt bei 67%. Kurz, die Wetterlage ist aktuell sehr komplex, das erspare ich euch, ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Deutschland ist aktuell in drei Wettergebiete aufgeteilt. Fangen wir im Norden an, Nord-Nordwesten, Norddeutschland, ist ein Gebiet von aufgelockerter bis starker Bewölkung mit zahlreichen Schauern, schauerartigem Regen. Dieses Gebiet verläuft in der südlichen Grenze ungefähr auf der Linie Münster, Bremen, Hamburg. Und in meinem Gebiet hier, das ist das Gebiet über der nördlichen Mitte bis runter ungefähr südlich Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg, der Bereich, ist ein Gebiet mit aufgelockerter Quellbewölkung, Sonne-Wolken-Mix, wo auch hier, wo ich mich auch drin befinde, dann noch weiter südlich, also der Bereich runter südliches Baden-Württemberg bis Bayern. Südliches Süddeutschland ist ein Gebiet mit starker Bewölkung und teilweise skaligen, stratiformen Regen. Das sind so die drei Wettergebiete. Dazu sehr interessant, für Mitte, Ende Mai sind wir im Einflussbereich eines Sturmtiefs namens Markus, was hier auch diese starken Windböen aktuell hervorruft. Das ist für Mitte, Ende Mai also recht ungewöhnlich. Dieses Sturmtief hat einen Kerndruck von 985 Hektopascal, zieht langsam Richtung Nordosten, füllt sich dabei weiter auf. Und die weitere Wetterlage über Pfingsten ist wechselhaft. Es kommt immer wieder zu Schauern, teilweise zu Regen. Temperaturen noch sehr verhalten, teilweise kaum die 20 Grad Marke erreichend. Also es ist nicht gerade schönes Pfingstwetter, was ich eigentlich so wünschen würde jetzt im Frühsommer, aber naja, das können wir nicht ändern. Wie ihr sehen könnt, es ist hier in meinem Bereich recht schön, Sonne scheint, blauer Himmel und sieht man so an den Bäumen, wie das hier weht, also recht kräftig. Die Sicht ist sehr gut, liegt aktuell bei 40 Kilometer, also wir haben eine sehr, sehr trockene Grundschicht hier. Das so jetzt mal zur aktuellen Lage. Viel gibt es so nicht zu berichten. Dann würde ich sagen, freut euch aufs Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.